Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Factorio Multiplayer in unserer trauten Runde an die Weltherrschaft. Was macht ihr so? Party. Ja, dumm schauen, warum das Ding so langsam läuft, wenn ich wieder die Aufnahme starte. Ansonsten Stahl für ordentlich Kisten automatisch herstellen und so weiter. Ja, Stahl kommt gleich. Ich mache jetzt hier erstmal einen zweiten Fupse an... Oh, nee, ist ja, nee, das eine war interessant, da war eine Anbieterkiste für Stahl mit 5000 Stahl drin, dummerweise nicht im Netzwerk drin. Ja. Ich habe jetzt mal ganz blöd ein bisschen Förderbänder und ein paar Greifarme gemacht, um das ins Gebiet reinzubringen, sodass wir zumindest erstmal 5000 Stahl im System noch drin haben, so nach und nach. Ich komme jetzt auch nach Hause, ich habe jetzt gerade fertig gekillt und ja, du könntest rechts rum nochmal abgucken. Also am besten wäre oben so. Ja. Weil da kommt der Smog so extrem nahe ran. Ach ja, und für unsere Zuschauer, die Leute, die killen, beziehungsweise der eine, der killt, der nimmt jetzt auch auf. Und die Videos, die bekommen Tondi und ich dann zugeschickt und die laden wir dann parallel zu den Folgen sozusagen immer gleich mit hoch, sodass wir auch mal sehen können, wie das mit den Aliens abläuft. Naja, relativ. Parallel ja, wahrscheinlich so eher. Schaffen werden wir wahrscheinlich gar nicht schaffen, das parallel zu machen. Aber wir werden sie auf jeden Fall mal hoch da ansprechen. Es wird sie dann früher oder später da entsprechend geben. So, dass ihr auch das euch angucken könnt. Da wir ja meistens an der blöden Fabrik hier rumhängen und ja, Tony und ich sind halt doch mehr die Bauer. Also ich definitiv. Ich mache das auch gerne, aber allerdings finde ich es auch ehrlich gesagt ganz angenehm, wenn man es mir mal abnimmt und ich es nicht machen muss. Also. Oh, ich habe noch zwei Module gekriegt. Jetzt brauche ich noch ein blaues Modul und dann habe ich, glaube ich, alles zusammen, dass ich mir auch eine MK2-Rüstung basteln kann. ZGZ. Ja, dann fehlt natürlich noch die Energieversorgung und die Exoskelette und der persönliche Roboto-Anhänger. Aber ich habe dann schon mal die Rüstung. Ja, dann. Ach ja, und falls sich meine Zuschauer wundern, warum das bei mir so pixelig aussieht, ich habe meine Auflösung runtergedreht, um das ein bisschen schneller laufen zu lassen. Wir merken das immer, wenn wir eine Pause machen und ich meine Aufnahme beende, dann geht das auf einmal so richtig super schön schnell alles. Und sobald ich meine Aufnahme wieder starte, falls mal irgendwer so 2000, 3000 Euro über habt, ich nehme sie gerne, dann hole ich mir auch einen neuen Rechner. So viel brauchst du dafür nun auch wieder nicht. Ja, nu, wenn ich mir jetzt einen neuen Rechner kaufe, dann möchte ich bitte einen richtig ordentlich super guten, der dann vielleicht auch in 8 Jahren noch so ein bisschen was kann. Ich bin noch so ein langsamer Rechnerkauf. So, mehr Eisen incoming. Damit aber noch nicht mehr Stahl. Das ist jetzt wirklich erstmal rein Eisen, weil ich gerade sehe, dass es daran ordentlich knapselt. Ja gut, aber wenn genügend Eisen reinkommt, die Stahlfabriken, die arbeiten ja nicht so schnell, weil nicht genügend Eisen da ist. Also, nee, das ist davon ja, die Stahl ist ja nach oben, das lege ich ja jetzt erst gleich um. Achso. Dafür brauchte ich aber irgendwas, was ich nicht mehr hatte, nämlich Fließbänder, was ich jetzt auch nicht mehr habe. Oh, hat da irgendwer ein Auto gegen irgendwas gefahren? Nein. Ich bin angegriffen oder Aliens. Okay. Jetzt kriege ich Fließbänder, ich kann es kaum glauben. Was bekommst du? Ich krieg Fließbänder. Das Leben ist hier so schön. Blaue oder rote? Blaue. Ja, siehst du, dann kannst du mir ja mal danken ein bisschen. Ja, ich danke dir. Das ist sehr, sehr lieb. Ich fühle mich gleich. Nehmt euch ein Zimmer. So. Ja, ich nee. Hätte meine Frau was dagegen. Was? Was? Unbezahlbar. Ja, nun, wir haben doch schon unseren 25. Hochzeitstag hinter uns. Ich glaube nicht, dass die das dann noch gerne mag. Ja, ich weiß, ich bin viel zu alt und viel zu verheiratet und ich habe mich nicht scheiden lassen. Ich bin so gar nicht im Laufe der Zeit. Ja, das ist schon wirklich scheiße, muss ich sagen.
Ja, unakzeptabel. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Nee, teilweise war das echt lustig. Also ich habe geheiratet und meine Freunde haben dann irgendwann auch hinterher geheiratet und die sind schon 2-3 Mal geschieden wieder inzwischen und ich hänge immer noch mit meiner Frau rum. Ja, ob das jetzt so ein Lebensziel ist, weiß ich aber auch nicht. Hast du da was richtig gemacht eigentlich, oder? Ja. Klar, irgendwie muss ich was richtig gemacht haben, aber so im Sinne der Zeit, so wie man das so mitkriegt, muss ich irgendwas falsch gemacht haben, weil ich noch nicht geschieden bin. Naja. Aber weiß ich nicht, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt unbedingt geschieden sein müssen ein Lebensziel sein muss. Also nein, definitiv nicht. Also, einmal im Leben. Was? Ja genau, man muss alles mal mitgemacht haben. Ja, wow. Ich muss das Achievement noch bekommen. Ja genau, das habe ich nicht auch gerade gedacht. Nee, aber ich glaube, das Achievement von wegen geschieden, das werde ich wohl nie bekommen. Nee, ja, es gibt super. Keine Platinum-Trophäe für dich. Nee, inzwischen sind wir so aneinander gewöhnt, da... ist das nicht mehr so irgendwie mit drin. Ah, hallo Base. Oh fucking hell. Hallo. Hallo Base. Jetzt über den hinten noch weiter. Ah, guckst du da wieder so. Ich muss mal weg da, ich hab keinen Strom. Auto, nicht den Baum fahren. Ja, du, hau ab, nicht töten lassen. Töten nicht lassen ist Baum immer doof. Auto. Ja, vor allem, weil er schon Auschwitz schon eine große Rüstung hat. Oh ja, keine Angst, ich hab schon. Ja, also das Problem ist, wenn man getötet wird, für die, die vielleicht noch nicht lange geschaut haben und so weiter, wenn man getötet wird, dann ist das im Multiplayer nicht ganz so schlimm, weil man wird wiederbelebt. Allerdings ist alles, was man dabei hatte, weg. Und da inzwischen die super guten, teuren, großen Rüstungen an unseren Kern sind... oder Avataren oder wie man es nennen will, ist das natürlich ganz doof, wenn die dann weg sind. Apropos große super Rüstung, ich brauche immer noch einen blauen Chip. Einen? Ich habe einen grünen. Yay! Was? Nein, ich habe grün? Ach so, nee, ich meinte Modul. Ja, Modul, davon rede ich auch. Ich habe mir fehlt noch ein blaues, also ein Geschwindigkeitsmodul 3 und dann könnte ich mir endlich meine Rüstung machen. So. Was ist denn jetzt noch dran? Was kann ich denn jetzt tun? Die Roboter werden schon automatisch hergestellt, hoffentlich, ja, oder? Ja. Okay. Ach, mittlerweile ja? Okay. Roboter werden hergestellt. Ich glaube, seit Anfang an. Ja, aber wenn ich mir so unseren Hauptbus anschaue, so langsam. Also Stahl ist so wirklich ein Problem, das sehe ich wohl an. Stahl läuft aber an. Ist gerade unten angeschlossen worden. Da fehlt jetzt gerade so ein bisschen an Öfen, die irgendwie wieder nicht produziert wurden. Weil Stahl, doch, sind produziert worden, habt ihr schon aufgebaut. Achso. Also Elektroöfen werden jetzt auch automatisch hergestellt. Ja. Aber eher schlecht als recht, weil rote Schaltkreise fehlen. Vielleicht sollten wir nochmal eine rote Schaltkreisfabrik aufbauen. Ja. Noch eine? Ja, wir brauchen davon auch immer massig. Wenn ich... Also hat alles genug außer dir? Also wir können die schneller machen mit Speedmethoden oder mit besseren Fabriken noch. Wenn ich mich jetzt bloß an das eine Layout erinnern könnte. Es gibt ein unheimlich geiles Layout für eine rote Chip-Produktion, die auch auf Roboter basiert. Kriege ich jetzt aber nicht mehr hin. Müsste ich irgendwo mal in meinen gespeicherten Spielen schauen, wie das aussieht und dann würde ich so ein Ding mal aufbauen. Wobei das im Prinzip die roten Chips, die brauchen... Ja, die Frage ist halt, ob es sinnvoll ist, die Roboter so extrem in Gebrauch zu nehmen.
Weil das wird dann nämlich nochmal richtig fressen, wenn du ja anfangen hast, hier 1000 Roboter hin und her fliegen zu lassen. Was? Ist das zwar sehr, sehr schön, ja, aber das wird noch mehr ruckeln. Nein. Ja, nee, so schlimm ist die rote Chip-Fabrik, die ich im Hirn habe, nicht. Du brauchst im Prinzip bloß, wenn ich mich recht entsinne, die Roboter, um Plastik ranzuschaffen. Ach so, okay, na gut. Und dann hast du in der Mitte deine rote Chip-Fabrik, außen die grünen Chip-Herstellung und ein paar Fabriken, die Kupferdrähte machen. Alles zusammen. Sieht richtig schick aus. Aber wie gesagt, muss ich raussuchen und dann werde ich mal gucken, ob ich das irgendwo hinkriege. Was jetzt dann richtig toll wäre, wäre so ein Blueprint-Book, wo man die Blaupausen zwischen den Spielen hin und her schieben kann. Das hätten viele gerne. Es gibt einen Mod, mit dem kann man die Dinger austauschen. Da geht das. Aber soweit ich das mitgekriegt habe, haben die Devs auch im Hirn, dass sie sowas mit implementieren in Vanilla. Oh, das wäre super. Und mach doch hier nicht so viele Grüne in Kisten. Das frisst doch alles nur vom Band runter. Ich hab da keine Kiste hingebaut. Aber frisse. Ja, das braucht auch kein Mensch. Das reicht auch. Stahl. Oh, ich bin mal wieder weg. Ich geh mal wieder killen. Ja, einer. Das wirst du da so voll. Stahl machen wir auch nur noch. Ich denke, das Speedrun hat sich schon genug. Wovon? Modul? Von Modulen? Nee. Ich habe ein einziges grünes Modul. Den fehlen die grünen, what? Ah ja, tatsächlich. Warum sind denn die Batterien auf einer Stahlkiste gelaufen und nicht auf einer Anbieterkiste? Okay. So, wie sieht's hier so aus? An der Tut. Kann man mal abbeißen, abräumen. Ja, schick. Jetzt muss ich ja doch gerade mal gucken, was mein. Oh, irgendjemand verlegt Beton? Ja. Ich bin unschuldig, langweilig. Ich mach kein Beton. Nö, ist doch schön, ich mag Beton. Ja, wir brauchen Beton. Aber wieso verlegst du das so klein? Wieso? Wie geht das größer? Du kannst das mit der Plus auf der Nummerntaste kannst du das Feld größer machen. Okay. Ja. Würde ich gleich dann mal. Warte mal. Muss ich dann mal eben kurz. Ja, es gibt so ein paar Tricks, die man so nach und nach lernt. Also nicht mit der Nummerntaste, sondern mit dem Plus auf dem Nummernblock. Oh, das soll ja, ich richtig verstehen. Ja, okay. Weil ich mich gerade wieder mal nicht richtig ausgedrückt habe. Ach, ich bin über die Schienen gekommen, ohne überfahren zu werden. Das könnte hier echt knifflig werden. Boah, das ist ja mega. Ja, ja. Mhm. Das ist ja alle jetzt schon. Hoppla. Ein Strom hast. Oh, ich hab noch Öfen in der Tasche. Oh, Tom, ich hab gehört, du willst die Base rechts machen. Geh selber. Was soll ich machen? Der will Base Raid nicht. Tonti will Base Raid, hat sie gesagt. Die Rechte übernimmt sie, hat sie gesagt. Was? Hat sie nur so. Ich hab mir noch nicht mal eine anständige Rüstung, geschweige denn eine Waffe. Was? Du willst nicht die Base mit 50 Spawner killen gehen? Nein, das macht ihr. Nicht? Okay, dann geh ich halt ein. Das macht da jetzt schon viel mehr Übung als ich. Ja, stimmt ja auch. So brauchen wir eigentlich noch Mauern oder sowas? Mauern? Ich weiß nicht, ich baue fast nie mit Mauern. Ja gut, also in der Einstellung hier oder beziehungsweise in der Rate wie Porti und Santa die Alien-Bassen killen, brauchen wir keine Mauern. Also wir haben noch ein paar Reste da stehen, so ist das nicht. Ja.
Nee, bloß ich hab mal die Steinförderung und die Ziegelproduktion überprüft. Also, wir hätten ein paar Ziegel, mit denen wir auch Mauern bauen könnten, wenn wir müssten, aber glaube ich eher, dass wir vielleicht noch mal ein bisschen Landfill bräuchten, aber sonst. Ja, ja. Gut, Landfill müsst ihr euch drum kümmern. Das ist so ein Ding, was ich so noch nie so richtig benutzt habe. Und hallo, Bäume, weg da. Ich muss ein bisschen hier raus haben. Bitte auf die richtige Seite, ja, danke, auf die richtige Seite. Da ist einfach, währenddessen ich gespielt habe, mein Minecraft-Server abgestürzt. Was soll das denn? Das kann ich dir auch nicht beantworten. Ja, ich schon wieder online. So, Level kommt. Nice. Los! Aliens massakrieren, ey. Es ist... Tondi? Ja? Heute war Folge 16 dran, nicht? Mit dem Hochladen. Heute war 16 dran, ja genau. Heute war was, da ich heute zwei Folgen hochgeladen. Ja, weil ich gestern verpennt habe. Ah. Ja. 17. Ich dachte, ich habe dich hochgeladen gehabt, aber natürlich nicht. Also... So, das heißt also, bis Donnerstag haben wir erstmal. Ich muss mal so ein bisschen hin und her denken. So, was mache ich denn jetzt vor Schreck? Was brauchen wir denn? Wir brauchen eigentlich auf jeden Fall Chips, ne? Stahl ist auch noch nicht besser? Echt nicht? Kartoffelchips? Haben wir das nicht? Ey, Stahl, ja, es schleicht so vor sich hin, sag ich mal so. Leute, ich will eigentlich nichts sagen, aber. Aber? Strom. Okay, die Batterien füllen sich jetzt wieder. War schon knapp. Ah ja. Ja, Strom ist echt übel. Jemand sollte, glaube ich, die Solarpanels wieder mal platzieren gehen. Haben wir denn welche? Ja, haben wir. Sehr viele. Wir können einfach nach dem Muster weiterbauen. Da. Also, die werden schon definitiv hergestellt. Ja. Ich weiß nicht, Ich bin jetzt drin, ne? Ja, ich guck mal nach den Dingern, ob die im Netzwerk drin sind. Hallo, Aliens. Wie hast du das gebaut mit Substations oder? Ja, ne? Ja. Also. Aber Substations haben wir nicht. Santa oder Porti hat mein Design übernommen. Ja, ich hatte das gemacht. Das ist eine. Das habe ich auch. Eine Substation mit. Wir haben aber keinerlei Substations mehr. Absolut. Ich habe vier dabei. Mehr habe ich auch nicht. Werden die nicht hergestellt? Doch, oder? Dachte ich schon. Aber es ist leer. Ja, okay, das ist komisch. Rote Schaltkreise, wie immer, das Problem. Passive Anbieter, wird das wieder drin? Okay, und die. Warum? Verstehe ich nicht. Die Akkus und die Solarpaneele, die sind auch im Netz drin, also die kann man anfordern. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Achso, wir haben ja auch Kisten und so haben wir ja auch schon, ne? Anforderungskisten und so. Ja. Moment das mal. Das ist hier irgendwie total schräg. Das passt gar nicht. Da sollen bestimmt Chips rein. Rote, die wir so oder so nicht haben, höchstwahrscheinlich, aber. Rote Chips werden hier angefordert. Stahl. Naja, jetzt werden sie angefordert. Der Rest wird drüben vom Band genommen. Also die roten Chips, die werden da angefordert. Nee, das ist schon richtig jetzt so. Aber wir haben natürlich mal wahrscheinlich keine großartigen Chips im Lager. Ja. Ich habe noch ein paar, die brauche ich gerade nicht. Ich habe nur zwei. Strom, würde ich sagen, ha? Huh? Kann das sein?
Nee, momentan ist noch Batteriekapazität da. Nee, Batteriekapazität wird aufgefüllt. Nee, dann leckt deswegen das einfach ist noch. So, sah gerade dann so komisch aus, alles gut. Aber ich also, es geht schon ein bisschen runter, aber ich habe auch gerade ziemlich viele Türme angeschlossen. Nee, die roten Chips, die fehlen definitiv. Ja. Come on! Auf! Landen die produzieren Stahl, in irgendeiner zu Kiste? Wenig Stahl, aber das kann doch nicht sein, dass das so wenig Stahl ist. Wo kommt denn der ganze Stahl hin? Der ganze Stahl, kann ich dir sagen, das wird hier oben einfach weggepflückt. Ach nee, wird nicht mehr weggepflückt. Nee, wird nämlich nicht mehr. Das muss doch jetzt mehr werden. Wir haben da oben eine komplette Reihe mit Stahl dran zu hängen. Ja, da kommt aber nur kleckerweise was hin. Hier ist gar nichts irgendwie. Also auf dem Fließband selbst ist auch nur sehr, sehr wenig. Ich weiß nicht. Wieso wird denn sie nicht einfach daraus geliefert? So. So, hier ist nicht viel drin. Mal so. Oh. So. Was fehlt mir denn jetzt noch? Stahlträger, ich brauche noch Stahlträger. Die habe ich natürlich nicht angefordert. Also die Big Electric Pole? So, sind das die Stahlträger? Ne, da habe ich nämlich 50 gerade vorhin gehabt. So, Stahl. Läuft immer noch nicht. Dann gehe ich unten nochmal gucken, was da nicht funktioniert. Also, weil. Wir haben oben die kleine also, Produktion, okay, die läuft gerade nicht richtig, die läuft nicht rund. Die läuft nicht rund, warum? Weil das hier noch abzweigt, das können wir einfach abschalten. Das ist nicht so schlimm. Ja, die obere Stahlproduktion kann sowieso auslaufen. Ja, genau. Naja, die, mit der würde ich schon ganz gerne hier unten das Dingsfeld noch, das Eisenfeld noch. So, dann läuft das durch. Hat irgendwer die Möglichkeit, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14 blaue Fabriken in grüne Fabriken umzuwandeln? Wenn ich die Module dafür hätte, bestimmt. Wir haben keine Module dazu, wir haben auch nicht genug Stadtteile dafür. Ja, eben. Die Sache ist die rote Chip-Produktion, die arbeitet voll Power. Weil die hat auch alle ihre Zutaten. Ja, weil die alle für die, weil die alle für die Dings arbeiten. Für die, nee, sowohl für die das Problem, Tränke als das auch für Problem die Module. Ist, die arbeiten kontinuierlich. Die schieben so viele rote Chips raus, wie sie können. Vorräte sind auch alle da. Bloß sie sind halt zu langsam. Deswegen, bessere Fabriken. Deswegen einfach grüne Fabriken drüber düdeln, dass die schneller arbeiten können. Gib mir mal ein bisschen Plastik und dann gucke ich mal nach, was ich machen lässt. Ja. Oh. Weil ich stehe halt gerade bei den roten Chips mit den 14 Fabriken, die da laufen. Die haben alles, was ein bisschen langsam sein könnte, wenn das auf grüne umgestellt würde, wären Kupferkabel. Aber ich glaube, das ist nicht das Problem, dass man da eine Kupferkabelfabrik hinhaut. Und vielleicht Plastik, wenn ich das so gerade sehe. Aber im Prinzip sind da die Bänder voll, bloß die arbeiten zu langsam. Mir vorstellende Laboreffizienz, wenn man nicht die Roboter schneller machen könnte. Das Problem ist einfach, dass durch die Lecks die Roboter fast nicht schneller sein können. Richtig, die Roboter sind nämlich schon recht fix. Ja. Okay. Gut, dann liegt das an meinem Rechner, dass sie so langsam fliegen. Das wirst du auch sehen, wenn wir nachher wieder eine Pause machen. Sehr schnell. Hm? Ja, wenn wir nachher eine Pause machen, ist das ziemlich schnell, die Roboter, siehst du es dann. Ja. Hey, MK2 Kampfanzug.
Was? Schön, dann kriege ich jetzt endlich mal ein paar Module, ja? Dann werde ich mal die Module da weghauen. Die Reaktion von Tom, die war unbezahlbar. Ja, ich meine, ich kann drauf warten. Ich meine, aber... Hat aber nicht so geklungen. So ein bisschen blöd kommt man sich ja trotzdem vor, dass es irgendwie nicht funktioniert. Also es ist halt einfach alles super langsam, dadurch, dass wir irgendwie nicht genug Durchbrot haben. Das ist ja auch, wenn die Leute hier Megabases bauen oder sowas, die sagen ja auch immer, sie bauen eine Fabrik auf, die dann so einigermaßen läuft, und wenn das dann so einigermaßen fertig ist, dann gehen sie irgendwo anders hin und bauen da komplett eine neue Fabrik auf. Ja, bist doch blöd, ich würde doch eigentlich eine Fabrik haben, die ganz, ganz groß ist. Ja. Habe ich auch nie gemacht. Ich habe also... Selbst bei dem Spiel, wo ich dann halt wirklich mal die Rakete gestartet habe, habe ich mit meiner Startfabrik das gemacht. Klar, wenn ich mir irgendwann als Ziel setze, ich möchte bitte 5 Raketen in einer Minute starten, dann müsste ich dann wahrscheinlich wirklich auch eine neue Fabrik aufbauen. Aber so irre bin ich dann meistens doch nicht. Achso, Landfill ist übrigens läuft, ne? Also irgendjemand wollte doch Landfill haben. Ja, wir haben, ja, weil die obere Fabrik ist. Die obere ist aus, die unten, hier unten bei der Zugstation ist jetzt aber eine an, die ist aber noch nicht im Netzwerk. Okay. Ich habe auf YouTube einen Typ gesehen, der hat eine extremst kranke Fabrik. Also wirklich, da kommen wirklich alle 5 Sekunden kommen da 5 komplett volle Eisenzüge und Kupferzüge an. So ja. Krank. Ja? Ja. Und der hat so eine riesen Schmelzanlage, der produziert, ich weiß gar nicht, wie viel Orte in der Sekunde produziert, also wie viele Platten. Über 1000 oder so, keine Ahnung, voll krank. Aber eben, für was willst du das ja brauchen? Also ich glaube, wir könnten wahrscheinlich beinahe noch 5. Was ist denn mit den Kunststoffen? Die laufen da auch nicht. Ölraffinerien machen. Kunststoff läuft. Aber hier unten hinten zum Beispiel laufen die roten Chip-Spieler gar nicht. Da kommt gar nicht das Kunststoff rein. Da ist schon die nächste Riesenbass wieder. Was soll das? Also, wenn ich mal so ein bisschen, ich bin gerade bei der Ölproduktion, wenn ich das so mal schaue, also Schweröl, Leichtöl und Petroleum sind ganz niedrig. Rohöl ja, haben wir noch Öl mehr da ist. Wie sieht's denn aus mit Öl? Ist es Öl einfach alle oder brauchen wir einfach mehr Raffinerien? Wir brauchen mehr Raffinerien. Naja, deswegen hätte ich ja vorhin schon mal eine hingebaut, dann müssen wir da halt noch mehr hinbauen. Wenn Rohöl voll ist, würde ich mehr Raffinerien hinbauen. Rohöl ist voll. Da haben wir 10 Tanks. Nein, doch 10 Tanks, die sind quasi komplett voll. Dann würde ich ganz schlicht und ergreifend die mehr Raffinerien bauen, mehr Ölraffinerien. Ja, mehr aufgebrochen wird. Ich überlege bloß gerade, wo da der Platz ist. Tja, da ich ja vorhin schon. Naja, das Band hier, was ist denn das hier für ein Band? Das kann man ja woanders lang roten. Das muss ja nicht zwangsläufig da lang. Und dann würde ich das da hinten ranbauen. Ja. Ja, da ist bloß dieses dämliche. Schmiermittel würde ich hinten rum dann irgendwie legen. Oder da dazwischen dann irgendwie. Ja. Die Fabrik. Es ist übrigens, ich will ja nicht wieder Spielverderber sein. Doch. Doch, bist du. Manno. Nein, es ist leider wieder Zeit für eine Folgenpause, ihr Lieben. Ja. Nun denn. Nun denn. Hm? Nun denn. Können wir damit leben, machst ja? Machst du nichts, da machst du nichts. Ja, da leben wir jetzt mit und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao.